Ein schlechter Film langweilt mich. Also wenn es langweilig ist, wenn es keine interessante Geschichte erzählt, wenn es mir Dinge zeigt, die ich eh schon weiß, die mich weder überraschen noch sonst irgendwie fordern, dann ist es für mich ein schlechter Film. Mir fällt mein letzter sehr schlechter ein. Der hieß Populärmusik aus Vitula. Ich habe die DVD gekauft, weil ich den Titel so interessant gefunden habe. Und der Film war einfach schrecklich. Er war langweilig, er war auf eine unästhetische Art grauslich, unappetitlich, einfach ohne, dass es Sinn gehabt hätte. Ja. Ein guter Film nimmt mich in seine Geschichte mit. Er nimmt mich mit, er packt mich ein und ich erfahre Dinge, die ich ohne ihn vielleicht nicht erfahren hätte. Oder gibt mir eine andere Möglichkeit auf die Sicht von Dingen, die ich sonst nicht hätte. Nachdem ich ja schon gewusst habe, dass ich das Interview geben muss, darf, habe ich mir kurz überlegt, weil ich das nicht so gut finde, ich habe keinen absoluten Lieblingsfilm. Mir ist eingefallen das Piano, das hat mir damals sehr gut gefallen, weil es einfach, ich mag Geschichten auf fremden, für mich fremden Kontinenten in anderen Zeiten, und die Geschichte hat mir auch gefallen. Also das wäre so ein Film, der mir gut gefallen hat. Mir gefällt aber genauso gut ein Ulrich Seidel, jetzt diese Trilogie, die jetzt letztens im Kino war, die hat mir wahnsinnig gut gefallen, obwohl es was völlig anderes ist. Ich finde es gut, wenn man die besten Filme küren kann, warum nicht auch die schlechtesten, weil das ist ja auch eine Meinung, die berücksichtigt werden muss und schon wichtig. Ich finde es sehr, sehr in Ordnung. Es gibt ja auch die, gibt es nicht die Himbeere für den schlechtesten Schauspieler oder so? Also ich finde das gut, weil vielleicht wird er darauf ein bisschen Rücksicht genommen.